Trockenshampoo und Haarstyling-Produkt in eins, funktioniert das? Wie gut ist Quicksand von Hans de Foucault? Kommen wir zur Verpackung. Der Tiegel kommt in so einer Pappverpackung und die Pappverpackung ist von der Aufmachung her jetzt erstmal ganz okay, ganz ansprechend. Der Tiegel an sich, den finde ich jetzt persönlich nicht so wertig, sieht aber auch ganz okay aus. Im Laufe der Zeit habe ich tatsächlich auch schon noch billigere Verpackungen gesehen. Von daher gibt es an dieser Stelle ein paar Trostpunkte. Kommen wir zum Geruch. Ich weiß nicht, wonach das riecht, aber dieses Produkt riecht definitiv nicht gut. Die Inhaltsstoffe, 90% der Inhaltsstoffe sind gut, 10% leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Hans de Foucault wirbt mit einem hohen Halt und einem matten Finish. Ob das wirklich stimmt? Meine Vorfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Die Haare sind frisch gewaschen und bereits getrocknet. Kommen wir zur Konsistenz. Das Produkt fühlt sich sehr ölig, sehr cremig, sehr sandig und vor allen Dingen auch weich an. Deshalb funktioniert das Auftragen in den Händen auch sehr gut, weil es halt sehr weich ist. Wenn man das Produkt in den Händen so ein bisschen verteilt, dann hat man auch direkt so ein sandiges Gefühl in den Händen, als wenn man gerade vom Strand kommt. Kommen wir zum Styling. Mir persönlich hat das Styling nicht gefallen. In meinen Haaren hat das Produkt nicht so gut funktioniert und ich bin mit dem Styling auch nicht gut klargekommen. Ich habe zwar den Föhn dazu genommen, man soll halt laut Hersteller den Föhn dazu nehmen, wenn man das Produkt in die Haare eingearbeitet hat und die Haare dann auch entsprechend föhnen. Bei meinen Haaren hat das vom Styling einfach nicht hingehauen. Um die Haare dann noch ein bisschen zu festigen, habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen Haarspray zum Schluss hinzugefügt. So sah meine Frisur dann im Anschluss nach dem Styling aus. Kommen wir zum Halt. Es wird mit einem guten Halt geworben und ich muss ehrlich sagen, das kann ich an dieser Stelle nicht bestätigen. Kommen wir zum Finish. Es wird mit einem matten Finish geworben. Das kann ich an dieser Stelle auch bestätigen. Trotzdem gefällt mir das Finish in meinen Haaren persönlich nicht. Von daher gibt es an dieser Stelle auch ein paar Punkte Abzug. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Das Produkt lässt sich tatsächlich auch mit Wasser gut aus den Haaren herauswaschen. Und ihr bekommt 56 Gramm von Quicksand von Hans de Foucault für 23 Euro. Was vom Preis her eigentlich ganz okay ist, eigentlich sogar gut ist, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis meiner Meinung nach eher wieder nicht. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist auf gar keinen Fall für Leute geeignet, die krause, lockige oder trockene Haare haben oder auch dicke Haare haben. Für die Leute sind andere Produkte tatsächlich wesentlich besser. Das Produkt kann man eher empfehlen für Leute, die sehr feine, sehr dünne und gerade Haare haben, die einfach ein bisschen mehr Griffigkeit in ihren Haaren haben wollen und vielleicht auch ein bisschen mehr Volumen. Aber das Produkt kann man ja auch als Pre-Styler verwenden. Ich habe es jetzt als Post-Styler verwendet. Das ist natürlich auch in dieser Stelle nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich persönlich würde das Produkt jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, es sei denn, du hast wirklich sehr feine, glatte Haare und brauchst Griffigkeit in den Haaren. Ansonsten würde ich das Produkt definitiv nicht empfehlen. Link zum Produkt findet ihr trotzdem natürlich wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.